Heute finden wir raus, wie es aussieht, wenn 100 Spieler in einem großen Ort, in einem mittelgroßen und in einem unglaublich kleinen Ort landen. Dabei fangen wir an in Ruined Reels und ich bin natürlich auch dabei. Wir haben 96 Leute in dieser Lobby. Der letzte, der hier überlebt, hat gewonnen. Ich werde wahrscheinlich jetzt instant tot sein. Wir werden gucken, wie lange ich überlebe. Oh mein Gott, der hat instant eine Waffe. Okay, das Ding ist so over. Oh mein Gott, hier liegt eine Waffe. Nein, er hat die Waffe. Ah, ich muss mich verstecken irgendwo. Oh mein Gott, hier draußen ein episches Pickaxe-Duell vielleicht. Komm her. Nein, 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 nein. Okay, er geht jetzt auch down. Okay, wir spectaten direkt rein. Wir haben auch extra jetzt nur Spieler an. Das heißt, ich kann jetzt gar nicht parteiisch sein und sagen, okay, jemand gewinnt. Ich werde auch ein bisschen rumraten, okay? Da sitzt einer unter der Kauen, auch sehr gut. Hier gibt es auch zum Glück keine OP-Sachen. Oh mein Gott, Pickaxe-Duell? Pickaxe-Duell? Er geht rein. Oh mein Gott. Oh. Oh mein Gott, er macht den Back-to-Back-Kill. Crazy. Spieler 271, okay. Der hat schon echt guten Loot, aber noch keine Pump. Er chillt einfach bloß in der Ecke. Er hat sogar die Pistol, ne? Die Aimbot-Pistol. Okay. Hier, das ist noch erlaubt. Hier dürfen die Spieler noch fliegen. Auch smart. Viele Spieler, die jetzt einfach keine Waffen haben, können jetzt einfach im Strudel sein. Schaut, er hat nichts. Aber er lebt. Er lebt. Und dann wird er sich later im Game wahrscheinlich irgendwann Waffen holen von Leuten, die gestorben sind. Auch interessant. So, hier haben wir nochmal so einen Vogel von vorhin. Auch wieder mit gar nichts. Er hat jetzt, oh mein Gott, er hat jetzt ein Schild und eine Pump gefunden. Okay, wir bleiben mal auf ihm drauf. Mal gucken, was er macht. Wird jetzt angeschossen, hat keine Metz, neun Holz. Digga, was soll ich hier? Ich höre mal Musik. Wo kam die Musik her? Oh, im Busch. Von der Seite, 3 HP. Dead, von hinten. Oh mein Gott, es ist eine Ente. Es ist die Kampfente gegen eine Surfhexe. Kampfente gegen Surfhexe. Ich sag, die Kampfente gewinnt es. Der hat einen Helm auf, der kann gar nichts tun. Surfhexe zieht erstmal durch. Okay. Alter, er hat schon 5 Kills. Das ist krass. Er hat eine goldene Scar gefunden, hat jetzt aber keine Schüsse mehr in der goldenen Scar. Das ist natürlich bitter. Ja, aber er hat auch gut Metz. Da liegen noch Bandagen rum, die nimmt er natürlich mit. Ich glaube, er hat auch richtig gute Chancen, ne? Aber nur 88 HP, ne? Okay, er baut sich jetzt einfach bei Bot ein. Smart, smart. Jetzt kriegt er einen Biggie. Oh mein Gott, es sind immer noch 37 Leute. Und jetzt ist eher so ein Turtle-Fight hier. Oh, geht für die Wall. Oh, das ist wieder die Ente. Das ist das Rematch. Oh, wird von der Seite nochmal gesprayt. Oh mein Gott, ist wieder cracked. Immer noch keine Munition in der Scar. Oh mein Gott, das ist gar nicht gut für ihn. Seine Wall wird jetzt gesprayt. An der Wall kommt jetzt noch ein anderer. Oh mein Gott, Freakin. Oh mein Gott, da muss jetzt rein. Er geht oben raus, schade. Er braucht den Refresh. Oh mein Gott, die Ente kommt rein. Ich sag, diese Ente wird es gewinnen, obwohl sie 0 Kills hat. Hat jetzt die goldene Scar mit 45 Schuss, 8 Schuss in der Pump. Digga, diese Ente sieht so hässlich aus. Oh mein Gott, ist das krass. Wie hässlich kann ein Skin sein? Aber hässlich geil einfach. Junge, allein schon wie die Augen an dem Kopf angebracht sind, ist so kacke einfach. Das ist so gut gemacht. Das ist wirklich ein Flopper 2.0. Das ist der neue Flopper-Skin-Chat. Oh mein Gott, 39 AP-Hit. Er holt ihn sich. Da war ein Medkit nochmal, glaube ich, oder? Nee, Bandagen. Nimm die Bandagen mit. Er sieht die Bandagen nicht. Ich glaube, Chat, dieser Spieler gewinnt es. Ich glaube, er hat zwar nicht die beste. Okay, er hat die Bandagen jetzt gefunden. Ich glaube, er hat nicht die beste Ausgangssituation, aber ich glaube, er ist ein richtig guter Spieler. Wir gucken hier nochmal durch. Hier haben wir noch einen mit einem Medkit, einer grauen Tag und einer lila SMG, aber auch nur mit 28 Schuss und 2 Schuss in der Scar. Nimmt jetzt sich jetzt die Krone mit. 27 Leute. Viele machen einfach Hide and Seek. Der hat auch noch gar nichts gefunden. Aber ich glaube, es sind noch alle hier. Der ist noch im Busch hier. Auch nix. Der hat auch noch nichts. Einfach von diesen 27 Leuten sind 10 einfach im Strudel mit gar nichts. Ey, es wird so ein Heal auf Chat. Weil die Leute sich einfach verstecken wie bei Hide and Seek. Der hat auch nichts. Keine Eiermonie. Nur 17 Pump-Schuss. Aber er hat dafür Fullschild. Keine Ahnung, wo er Fullschild her hat, aber er hat's. Warte mal, wo ist meine Ente? Lebt meine Ente noch? Digga, wo ist er? Er ist an der Seite von der Wand. Jetzt sind wir in einem Fight drin. Okay, Spieler 271. Der war aber vorhin auch schon auf dem drauf, ne? Ah ja, der hatte die Aimbot-Pistol. Wird jetzt gefightet. Oh mein Gott, ist White. Kriegt einen AR-Hit rein. Er macht die Edits. Okay, der ist 12. Der hat jetzt auch richtig guten Loot, ne? Er hat Cap-Mats. Es nehmen jetzt nur noch 20 Leute. Okay, das ist der Griefer, den alle meinten. Okay, der ist raus. Ich finde es so krass, da Ruined Reels auch einfach so eine Stadt ist, die so richtig viel Untergrund auch einfach hat, können sich auch so viele Leute einfach richtig crazy verstecken einfach, ne? Digga, der hat auch schon 8 Kills. Was eine Maschine. Okay, und Ruined Reels ist nicht mehr in der Zone. Man kann rein theoretisch noch runtergehen zum Wasser und angeln hier oben in der Ecke. Das ist rein theoretisch noch drin. Oh, 14 HP White. Jetzt geht er rein. Weil stellt euch mal vor, am Ende gewinnt einer, der einfach bloß, oh mein Gott, er wird von hinten gesniped oder so. Oder einfach krass gelasert. Stell dir vor, es gewinnt einfach einer, der die ganze Zeit nur im Strudel drin war und keine Waffe hat, weil er einfach am meisten HP hat. Und was ist das hier eigentlich? Das ist so eine riesige Kiste einfach. Das ist der ultimative Loot-Spot. Oh, unsichtbar war der. Er hat jetzt auch nur noch 65 HP. Fliegt jetzt wieder zurück nach Ruined Reels. Oh mein Gott, die Zone kommt gleich und er hat nur 11 White Life. Das ist gar nicht gut. Es fighten gerade welche. Und der Co mit einem...
Das ist sein einziges Ding. Er chillt unter einer Cone und hat nichts außer ein Medkit. Ist das geil. Spieler 3 ins 5. Macher. Okay, Chat. Die Zone kommt jetzt. Man sieht's. Keine Ahnung, wo der ist. Dann werden wir hier gucken. Oh, es lebt noch ein Vogel. Aber meine Ente ist, glaube ich, down gegangen, ne? Aber der sieht auch schon sehr beschissen aus. Mit FNCS Backbling. Noch ein Vogel. Hat gar nichts im Inventar. Jetzt geht es Heal auf los, Chat. 14 Leute noch. Der Typ immer noch in seinem Versteck drin. Oh mein Gott, er wird er geht einmal. Er sitzt die ganze Zeit im Busch. Oh mein Gott, er hat ein Medkit. Nein. Junge, da lag ein Medkit. Er holt noch einen. Medkit und Bandagen. Der gewinnt es. Wenn der sich jetzt nicht dumm anstellt, gewinnt er das. Okay, Seedorf geht los. Er hat gar nichts. Spieler 2, 3, 5. Hier auch noch ein graues Kondom. Hat auch nichts mehr. Oh, fightet jetzt. Spade auf einen. 23 White. Das ist der von vorhin. Der hatte nichts. Top. 9 Situationen. Okay. Jetzt geht's in die finale Phase. Er gibt auf. Ist tot. Und davor ist einer. Oh nein. Er hat so gechoked. Der hatte auch alles. Das ist auch der mit Bandage und Medkit, oder? Digga, jetzt liegt da einfach das Medkit rum. Jetzt hat er das Medkit. Keine Ahnung, wo er auf einmal herkommt mit zwei Medkits. Der macht das hier auch nochmal einer mit einem Medkit. Heedorf geht los, Chat. Top 4 Situation. Wer macht das, Chat? Wir haben hier einen mit zwei Medkits. Wir haben das, das graue Kondom noch mit einer Bandage am Start. Versucht jetzt noch irgendwie neue Leute zu finden. Oh, er hat die gefunden. Er hat die gefunden. Oh mein Gott. 5 HP. 3 HP. 1 HP. Und dead. GG's. Das ist der Gewinner. Der Spieler mit dem Weihnachtsskin. Ich weiß noch nicht, welcher er ist. RGS Timo. Crazy. Okay, RGS Timo, geh in die Zone und fight nochmal den Griefer, Junge. Mach den nochmal richtig lang, Junge. Er ist ganz oben beim Pad. Okay, da unten kommt RGS Timo. Schau ihn dir an. Ich sag, er wird warten. Schau mal, er kann nicht mehr gescheit bauen. Schau ihn dir an. Oh mein Gott. Schau, oh mein Gott, er kann nicht mehr gescheit bauen. Ist das crazy. Also, wenn RGS Timo nicht holt, bin ich enttäuscht. Schau, da kommt er. Digga, er spielt auch auf Ernst diese Waffe, ne? Und er hat die ganze Zeit gelootet, um an Fallschaden zu sterben, Digga. Oh! Ist das kacke. Okay, zweite Runde geht jetzt los. Wir landen jetzt bei etwas kleinerer Stadt. Kann man, wenn man es noch Stadt nennen kann. Wir landen alle auf der Yacht. Und zwar jetzt mit genau 98 Leuten. Zieht euch mal kurz rein, wie das hier aussieht. Gut. Und danach wird es nochmal kleiner. Und mal gucken, ob wir jetzt diesmal ein bisschen länger überleben oder ob wir auch instant raus sind. Ich glaube nämlich, das wird nichts. Oh mein Gott, und hier sind auch Bots. Oh mein Gott, wir haben direkt die beste Waffe. Meine Minis. Oh mein Gott, wir haben einen guten Startchat. Warte, wo sind die Minis hin? Oh mein Gott, laggt es hier. 8 Schuss noch, Chat. Oh mein Gott, er bringt mir den Biggie. Du Ehrenmann. Junge, jetzt einfach ein Biggie to go. Geiles Ding. Okay, ruhig, Chat. Wir müssen es ganz ruhig und locker flockig runterspielen. Es laggt wie Kacke. Oh mein Gott, er hat einen Flopper für mich. Und Medkits. Oh mein Gott. Du bist es. Ich habe 3 Medkits, Chat. Oh mein Gott, ich gewinne meine Custom Games. Warte, wir machen hier noch den hier. Und droppen das hier unten drunter. Das sind noch 52 Leute, Chat. Oh mein Gott, er hat die Tresorkarte. Wo ist hier der Tresor, Chat? Irgendwo in die Richtung. Okay, okay, wir versuchen uns zum Tresor durchzukämpfen, Chat. Oh mein Gott. Okay, wir haben den Tresor, Chat. Oh mein. Oh mein Gott, wir haben auf den Tresor eingenommen. Wir haben eine bessere Pump. Oh mein Gott, Chat, das ist so gut. Und nochmal Medkit. Ich spiele einfach Pump only. Oh mein Gott, wir sind so viele. Ich sehe nur noch Steps, Chat. Ey, ich hätte nicht gedacht im Leben nicht, dass ich. Oh mein Gott, es geht schon. Oh mein Gott. Ich hab den auch noch. Okay, jetzt räume ich jetzt so viele, Chat. Nein, hier geht's nicht weiter. Oh! Wir haben 4 Medkits, Chat. Oh mein Gott. Wir nehmen ihn doch nochmal mit. Oh mein Gott. Ich hab uns einfach schon mal das erste Medkit, Chat. Wir haben 11 Kills. Ich weiß selbst nicht, wo mein anderes Medkit war. Egal, Chat. Ich denke, ich gewinne das mit 3. Top 12. Wichtig. Poppen das nächste Medkit. Oh mein Gott, ich bin so angespannt, Chat. Ich kann meine ersten Custom Games gewinnen. Immer noch Top 7. Wir haben sterben die denn nicht? Okay, wir müssen uns perfekt timen. Es sind immer noch Einsatz, Chat. Wir bleiben jetzt einfach hier in der Ecke sitzen, Chat. Es wird das langweiligste Custom Game, was es jemals sieht. Aber ich gewinne es. Noch einer dead. Top 6. Perfekt timen. Medkit geht durch. Okay. Okay, okay, okay. Ich kann ihn nicht editieren, Chat. Weil hier... Okay, wir haben noch einen.
Ah, hier kann man nicht hin, weil eine Zipline ist. Oh mein. Oh mein. Oh mein Gott. Oh, 3 HP. Oh, ich krieg das Medkit noch durch, Chat. Ich krieg's noch durch. Oh mein Gott, ich bin so am Level. Oh mein Gott, er ist in meiner Box drin. Ich hab noch einen, Chat. Gibt's noch einen, Chat? Gibt's noch einen? Hab ich gewonnen? Du hast gewonnen? Oh mein Gott, Chat. Ich bin so der Beste, Chat. Ich gebe meine eigene Kasse jetzt mit 15 Kills. Oh mein Gott, Chat. Seht ihr diesen Edeparcours, wie kacke der ist? Und der hat trotzdem für euch alle gereicht. Für euch alle, Chat. Du hast nicht gewonnen? Wie, ich hab nicht gewonnen. Lebt noch einer? Verarsch mich nicht, Chat. Okay. 3, 2, 1. Okay. Wir gucken zu, Chat. Top 3. Es sind noch 2 Leute. Der erste ist schon im Auto. Weiß ich jetzt schon, dass der gecheatet hat, Chat. Der ist raus. Und der zweite auch. Let's go. Die dritte Runde geht los und damit auch der kleinste Ort. Und dieser Ort ist in dem Fall der Zug. Wir werden jetzt mit 98 Leuten auf dem Zug landen. Und der letzte, der drauf ist, gewinnt auch diese Casting-Runde. Letzte hat ich gewonnen. Aber ich glaube, diesmal wird es unmöglich sein, weil zieht euch allein schon diese Menschenmenge an. Ich werde jetzt einfach oben bleiben. Werde mal ein bisschen zuschauen. Vielleicht kriege ich dann irgendwann ein Gepickaxe. Aber schaut euch das mal an. Jeder, der jetzt es schafft, nicht auf dem Zug zu landen und abgeschüttet wird, ist automatisch disqualifiziert. Und zieht euch das rein. Die ganzen Leute gehen drauf. Die ganzen Leute gehen drauf. Oh mein Gott, sieht das wild aus. Oh mein Gott, ich glaube, es waren noch nie so viele Leute auf dem Zug. Manche haben schon gelootet hinten und gehen jetzt dem Zug hinterher. Es sind nur noch 91 Leute. Jetzt sterben sie, wie die fliegen. Wir gehen mal für einen kleinen Pickaxe hier. Wir gehen mal direkt hier für den... Okay, wir bleiben einfach hier vorne. Pickaxen und wieder vor. Nein, ich wurde auch einmal gepickaxet. Oh mein Gott. Oh mein Gott, jemand hat eine Pam. Jemand hat einfach eine Pam. Oh! Oh mein Gott! Oh mein Gott, was ist das? Re-random. Einer hat eine Pam. Das ist so gar nicht gut. Oh mein Gott, der hat sogar eine Waffe. Pickaxe ihn! Ich hab ihn! Emil! Nein, ich hab nur noch 16 HP. Ich hab einen geholt mit Waffe. Oh mein Gott, jemand hat einen Impulse-Nade. Oh mein Gott. Nein, bitte pickaxe mich nicht. Ich bleib jetzt einfach hier vorne. Ich bleib jetzt einfach hier vorne drauf. Ich bleib jetzt einfach hier vorne. Vielleicht überlebe ich noch ein bisschen. Vielleicht. Oh mein Gott, er hat eine Pam! Nein, das war's. Oh mein Gott. Ey, kein Call holt mich. Ich gehe mir auf kein Call drauf. Kein Call. Noch im Leben. Ach, killt schon. Das ist so eine Verarsche. Ist er schon tot? Oder lebt kein Call noch? Oh mein Gott, hier liegen Waffen. Er wird vom Auto überfahren. Oh mein Gott. Der. Oh mein Gott. Sobald er abgeschüttelt wird, ist er tot. Oh mein Gott. Man kann auch auf dem Zug gar nicht bauen. Und down. 38 Leute noch am Leben. Oh mein Gott, das war die schnellste 100-Player-Kassige-Runde der Welt. Oh, er holt ihn auch noch. Er holt ihn auch noch. Er hat zwar jetzt Cap-Mats, aber die bringen hier halt gar nichts, ne? Er will sich jetzt hier ein Medkit poppen. Keine Ahnung, was der andere macht. Oh mein Gott, er schießt nicht auf... 10 HP. Dead. Holt ihn sich. Macher. Er holt sich noch einen. Holt sich noch einen. Er hat keine Pumpschuss mehr. Er hat nur noch SMG. Crackt ihn. Der andere wird gepickt. Oh mein Gott, wurde er gesniped? Ja, da lootet einer. Okay, das zählt nicht natürlich. Der ist auch disqualifiziert. Ich glaube, die restlichen Leute sind alle disqualifiziert, glaube ich, oder? Hier ist noch einer auf dem Zug. Auf dem Zug gibt es noch ein bisschen Action. Oh mein Gott. Oh mein Gott, da ist eine Kampfente. Kampfente geht down. Oh, es leben noch 21 Leute nur noch. Aber ich glaube, es gibt keinen mehr auf dem Zug, oder? Ich glaube, einen noch. Der chillt hinter der Kiste. Er holt ihn sich. Wer war das? Marius? Ich glaube, Marius hat gewonnen, oder? Marius, check mal kurz ab, ob noch jemand auf dem Zug ist. Da fliegt noch einer auf dem Zug. Der kommt aber zu spät. Ich glaube, das war mit Abstand die schnellste Casting-Runde der Welt. Er hat gegrieft. Er hat auch gegrieft. Oh mein Gott, okay, jetzt sind zwei Griefer anscheinend, die fighten. Oh mein Gott. Oh mein Gott, Chat. Okay, crazy. Crazy, Chat. Alter, hätte ich nicht mitgerechnet, ne, dass es so schnell geht. Ich wusste, dass es eine schnelle Runde ist, Chat. Aber dass es so schnell ist, ist crazy, ne? Jetzt haben 16 Leute leben noch. Da kommt einer mit dem Auto hinterher. Die waren jetzt alle nicht mehr auf dem Zug. Deswegen, ich kann es nicht überprüfen, ob Marius jetzt richtig gespielt hat. Aber ich glaube, Marius ist auf jeden Fall jetzt der Letzte, der auf dem Zug ist, Chat. Deswegen hat Marius jetzt gegrieft, Chat. Egal. Also, Jungs. So, holt sich jetzt noch den letzten. So, Jungs. So, Jungs, das war's mit dem Video. Wenn euch diese Art von Video gefallen hat, lasst sehr, sehr gerne ein Abo auf diesem Kanal da. Benutzt das sehr, sehr gerne. Creator Good Johnsy. Hier sind auch wie immer alle Ehrensupporter eingewendet. Ich bin jetzt raus. Wir sehen uns wieder in den nächsten 2 Tagen. Bis dann. Ciao, ciao.